So, ihr Lieben, heute gibt es hier nochmal ein kleines Let's Play UFM. Und heute hier ein bisschen schick gemacht. Ist ja auch nicht schlecht. Heute sprechen wir tatsächlich sehr viel über den Transfermarkt, auch über mein Stammteam. Mich haben auch zwei Zuschauerfragen erreicht zu meiner Strategie. Und ich glaube, da war etwas Verwirrung. Aber eigentlich habe ich nur etwas gemacht, was ich schon mal gemacht habe, und ich habe es besser gemacht als damals. Also wir schauen uns jetzt mal die Transfers an. Zum einen hatte ich ja ein vorbereitetes Trading 17,5er auf 18,8er und 18,8er zum 9. Spieltag. Diese Spiele habe ich bereits jetzt verkauft und habe ein paar Euro Gewinn mitgenommen. Es war aber ein sehr schwaches Trading. Also wir haben da ja wirklich ganz viele Goldlager reingeballert. Und man sieht, okay, da sind überall einige Millionen hängen geblieben. Aber ja, für den Aufwand war das schon wirklich ein schwaches Trading. Sehr viele UFM-Märkte sind aktuell stark deflationär, speziell was das Verhältnis quasi Euro pro AWP angeht, ist der ganze Transfermarkt am Fallen, ist ja auch klar. Wenn es immer leichter wird, AWP zu bekommen, dass sie dann günstiger werden, macht es aber einfach nur sehr schwierig zu traden, sehr schwierig ja zu prognostizieren, was passiert da. Auch die Käufer verlieren natürlich die Orientierung, wie viel kann man für solche Spieler zahlen. Der ganze Transfermarkt war voll geflutet von Spielern. Und ja, insgesamt konnte ich es jetzt hier bei einem klugen Spieltag noch machen. Das sind jetzt Spieler hier, die an Manager gingen, die also nicht die 18,8er am 0., 1., 2., 3. Spieltag gekauft haben, die natürlich teurer waren, die einfach sehr gute 18,7er gekauft haben. Einige dieser 18,7er hätten den Sprung am 9. Spieltag auf Stärke 8 auch geschafft. Andere nicht. Ich habe nochmal mein Trading ein bisschen verändert. Ich habe einfach in der Saison gesehen, wie viel Konkurrenz ich habe. Ja, ich sitze ja nicht den ganzen Tag da und starre an die weiße Wand, sondern ich gucke, was machen so ein paar andere Kollegen. Unter anderem auch ein bisschen zufällig habe ich bei den Lübecker Schlümpfen nachgeschaut und hat ein Manager ganz viele 18,8er hochgezüchtet bis zum 0. Also 18,8er bis zum 0. als Massenware angeboten. Das war natürlich Hardcore-Konkurrenzspieler für meine Spieler. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe doch etwas mehr über die Standardlager, habe 7 von 8 Standardlager gemacht und versuche damit mein Stammteam einfach ein bisschen mehr nach vorne zu pushen, weil mein Stammteam bleibt ja. Und für mein Stammteam bedeutet das, wenn ich Standardlager verliere, dass die AWP-Punkte verlieren, weil die Goldlager kann ich ja doch so oder so alle mit denen machen. Also da hatte ich mich so ein bisschen umentschieden und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass wenn eine ganze Generation, eine sehr breite Generation wegbricht, das haben wir zweimal gehabt mit den Goldgenerationen, dass dann Hitze in den Transfermarkt kommt. Und wir kennen auch die Position, wo die Hitze am größten ist. Und das ist die Torhüterposition. Bedeutet, ich habe seit dem Zeitpunkt, wo ich Platz habe in der vergangenen Saison, wo ich hier meine Jugendspieler für gute Preise verkauft habe, habe ich Torhüter gesucht. Weil der Torhütermarkt der Markt ist, der am heißesten läuft. Das sind die meisten Nachfrager. Ich habe den Manager, der mich gefragt hat, habe ich es leider auch falsch geschrieben. Eigentlich ist das kein Knappheitsphänomen, sondern natürlich ein Nachfrageproblem. Plötzlich ganz viele Leute fragen plötzlich Torhüter nach. Und ja, den ersten Torhüter habe ich dann am 31. Spieltag der Saison 216 bekommen. Vorher noch einen Rechtsverteidiger, bei dem ich so 8, 9 Millionen Euro Minus gemacht habe. Da können wir uns auch gerade ganz kurz anschauen. Und dann habe ich den ersten Keeper bekommen. Und man sieht hier, habe ich einfach mal, ich glaube, das Doppelte vom Marktwert gezahlt. 180.000 Euro für einen 32-jährigen Zehner. Zum doppelten Marktwert gekauft, keine Chance für die Aufwertung, 180.000 Euro bezahlt. Was denkt ihr, was habe ich für diesen Spieler bekommen? Das 20-fache vom Marktwert. 1,8 Millionen. Also das mit dem Torwartmarkt stimmte, das haben wir in der Vergangenheit gelernt. Bei den beiden Goldgenerationen habe ich ein sehr breites Trading gemacht. Und wir haben da damals, ich weiß es nicht mehr genau aus dem Kopf,
36-jährige 19er für 50 Millionen oder so verkauft. Es war absurd, was wir damals bekommen haben für diese Torhüter. Trotzdem habe ich ein bisschen gestreut, weil man weiß einfach nicht, wo diese extreme Hitze reinkommt. Wir wissen nicht, wie viel Angebot auf dem Transfermarkt ist, welche Position vielleicht am wenigsten angeboten wird, wo sich dann diese riesengroße Nachfrage am stärksten darauf fokussiert. Deswegen habe ich auch einige andere Positionen angekauft, habe mich aber auf die Torwartposition konzentriert. Dort habe ich am meisten angekauft. Also das war der zweite Part von meinem Trading, wirklich gute Spieler kaufen, hier für 1,5 gekauft, einen rechten Manndecker für 5 Millionen Euro verkauft. Ich konnte den Kader bis 45 Spieler auffüllen, weil einige meiner Spieler standen natürlich schon auf dem Transfermarkt, da gab es Gebote und ich konnte wirklich voll den Kader auffüllen und konnte meine Zahlen damit tatsächlich noch ordentlich aufpolieren. Hier haben wir einen LM gekauft, auch ein bisschen was hängen geblieben. Aber insgesamt war das alles ziemlich dürftig. Wir haben ja auch den Rechtsverteidiger, mit dem wir Geld verloren haben, 8 Millionen. Insgesamt waren so diese Feldspieler hier relativ dürftig, da ist nicht viel hängen geblieben. Zum Glück habe ich mich aber auf die Torwartposition konzentriert. Auf die Torwartposition habe ich mich konzentriert und ich habe die Torhüter schon ja zum Zehnfachen vom Marktwert gekauft. Ja, da bin ich rigoros. Ich bin überzeugt von meiner Prognose, das wisst ihr wahrscheinlich. Und wenn es am Ende schief geht, dann geht es halt eben schief. Man muss halt nur, wenn man eine Idee hat, muss man es auch machen. Gerade bei so einem Wirtschaftssimulator ist das immer, finde ich, sehr spannend. Ja, weil das ist ja eine sehr einfache Wirtschaftswelt hier. Und ja, ein 35-jährigen 18er, Marktwert, keine Ahnung, wie gesagt, 600.000 Euro, 32. Spieltag. Ja, wie viel bekommt man für so einen Kollegen? 22 Millionen. Ja, brutale Hitze. Ich hatte 90 Beobachter auf einen 36-jährigen 18er. Ja, ich hatte da wieder mal das Pluspaket gewonnen. Und das war schon brutal. Der Vorstopper hier war, glaube ich, nicht so gut. Da haben wir sogar wieder Geld verloren. Aber ich habe ja nicht nur einen Torhüter gekauft. Das war die Position, wo ich am meisten gekauft habe. Ich habe mir einen weiteren geholt. 35 Jahre Stärke 18. Da haben wir dann, ja, 18 Millionen für bekommen. Und dann habe ich mir noch einen 35-jährigen 21 geholt für 9,1 Millionen. Da waren wir dann also auch schon beim Zehnfachen des Marktwerts. Ja, die Marktwerte sind natürlich jetzt nach oben geschossen. Und da haben wir 25 Millionen für bekommen. Ja, also über die Keeper haben wir dann nochmal 30 Millionen bekommen. Die anderen Spieler haben sich ungefähr ausgeglichen. Ja, also das hat schon einiges gebracht hier. Keine Ahnung, was zwischen 25 und 30 Millionen konnten wir hier nochmal über dieses unkonventionelle Trading mitnehmen. Dann noch ein weiterer Transfer, der ganz gut war hier. 16 Millionen Euro gekauft, 30 Millionen Euro verkauft. Stürmer, auch noch ein bisschen Hitze hier mitgenommen. Hat er wahrscheinlich, ich gehe einfach mal davon aus, dass er ihn als Stammstürmer tatsächlich gekauft hat. Ja, genau, das ist einfach immer noch die Hitze. Den setzt er jetzt ein, wenn er schwache Gegner hat und kann damit wahrscheinlich die Klasse halten. Ist einfach noch Hitze im Markt, ja. Genau, jetzt kommen wir zu meinen Stammteam-Transfers. Zu meinen Stammteam-Transfers. Ich hatte ein Team, ja, die Spieler haben alle Stärke 30 erreicht. Hat gereicht für Platz 14 in der deutschen Liga. Also ich bin drin geblieben. Stabil, würde ich sagen. Der 15. Platz war auch ein Abstiegsplatz. Unser Meister, Oberstar, hat sich ja löschen lassen, aber auf M hat es nicht hinbekommen pünktlich. Deswegen knappes Ding, starkes Team gehabt, sehr viel investiert und ich habe euch gesagt, wir machen das, weil wir werden es verkaufen, wenn Hitze auf dem Transfermarkt ist. Wir hatten ziemlich günstige, starke Spieler am 34. Spieltag, ich glaube auch noch am 0. Spieltag. Ja, man muss dann verkaufen, wenn die Hitze am größten ist, wenn plötzlich wirklich jeder merkt, scheiße Mann, es gibt nicht genügend Spieler, scheiße Mann, es gibt ganz viele Nachfrage. Es war ganz klar eine riesige Nachfrage. Also nochmal, es war nicht die Knappheit, es war ein normales Angebot, was auf eine riesige Nachfrage getroffen hat. Und jetzt muss man darüber sprechen, ob es denn funktioniert hat. Weil im Erstliga-Chat hat schon ein Manager geschrieben, hast ja ordentlich Geld verdient. Aber folgendes, sie haben folgendes Problem.
Hier mein, vielleicht nochmal ganz kurz die Einschätzung. Mein 18-7er Trading war mittelmäßig. Dann haben wir noch ein bisschen was drumherum verdient, 30 Millionen durch so einen schönen Zock. Ich finde, so ein Trading ist irgendwie auch mal spannend halt. Irgendwie, keine Ahnung, hier Keeper fürs 20-fache verkaufen, macht mir einfach Spaß, habe ich eine riesen Freude dran. Das ist mir auch egal, wenn am Ende dann nur 20, 30 Millionen da hängen bleiben, ist für mich trotzdem einfach eine coole Nummer. So. Aber jetzt haben wir also eigentlich nur ein mittelmäßiges Haupttrading. Und dieses Stumpteam Trading finde ich auch nur mittelmäßig. Das schauen wir uns jetzt mal hier im Detail an. Also zwei Saisons konnte ich mit diesem Team die Klasse halten. In der stärksten deutschen Liga, die es jemals gab, künstlich durch ein Event, durch neue AWP-Grenzen, durch Verzerrung ohne Ende, also die stärkste erste Liga, die es jemals gab. Jetzt einfach nur von den Spielerstärken und von der Dichte. Ja, früher, als 160.000 Manager gespielt haben, war es schwieriger, in der ersten Liga zu spielen. So, wir gehen das jetzt mal durch. Und wir fangen an. Ja, der Libero ist jetzt egal. Wir gucken uns ganz kurz an. Ich glaube, das war auch jetzt nicht so klasse. Wahrscheinlich plus minus null hier. Also, wir fangen bei diesem Torhüter an. Und diesen Torhüter habe ich leider viel zu teuer eingekauft. Also, die Idee an sich ist vollkommen in Ordnung, einen Keeper zu holen, der dann 36 ist, wenn eine Riesennachfrage da ist. Aber den hätte man auch für 100 Millionen Euro bekommen. Also hier mega schlechter Einkauf. Grundsätzlich die Idee dahinter war richtig, aber durch den Einkauf komplett versaut die Nummer. Komplett versaut die Nummer. 33, 34, 35, drei Saisons für 80 Millionen Euro haben wir hier. Ist schlecht. Der Stürmer ist das genaue Gegenteil. 1 plus mit Sternchen. Eine Saison, 30er Stürmer, komplett kostenlos. Ne? Gehälter müssen wir ja so oder so zahlen. Dafür haben wir die hohen Stadieneinnahmen. Also hier sogar einfach nur von den Ablösen her nochmal was mitgenommen. Ja? Und jetzt hatten wir den einen Bieter, den ich mir gewünscht habe. Aber das hat dazu geführt, dass teilweise einfach gar nicht mehr auf die Spieler geboten wurde. Der Linksverteidiger ist auch richtig gut, kriegt auch noch ein Plus mit Sternchen. Eine Saison Linksverteidiger, zwei Saisons Linksverteidiger sogar in diesem Fall, plus nur 18 Millionen mitgenommen. Ein Plus mit Sternchen. Wir haben aber riesige Schwankungen drin. DM vollkommen in Ordnung, 15 Millionen gezahlt für zwei Saisons, richtig gut. Hätte man auch nicht, trotz des sehr günstigen Marktes, hätte man es nicht günstiger hinbekommen mit so einem starken Spieler. Also sehr, sehr gut. Aber jetzt sehen wir hier diesen LM und da hat einfach keiner mehr drauf geboten, weil schon klar war, dass Piräus wahrscheinlich der reichste Manager im ganzen Spiel, dass Piräus hohe Gebote abgegeben hat, war keiner mehr motiviert, hierauf zu bieten. Und das Ding ist halt nach hinten losgegangen. 32 Millionen, also 16 Millionen Euro pro Saison bezahlt. Ja, das ist für mich eine 4. Ne? Hätte man einfach zweimal einen 30er holen können, die wären wahrscheinlich genauso teuer gewesen. Jetzt wieder der linke Manndecker. Ja, der linke Manndecker, 1 plus mit Sternchen, 9 Millionen sogar noch plus gemacht, zwei Saisons einen starken linken Manndecker gehabt. Also die Idee, dieses Riesenrisiko, die war schon gut, das war schon cool und ihr wisst es ja, ich mache das einfach gerne. Bei Online-Liga mache ich auch einfach immer nur einen riesen Blödsinn eigentlich und arbeite mit Riesensummen in Liga 6 und hier will ich auch irgendwas Spannendes machen. Es soll einfach spannend sein, macht mir das Spiel doch am meisten Spaß. Ne? Genau, also haben wir uns den rechten Mandaget schon angeschaut. Also der war natürlich Murks. Hier sind wir bei 43 Millionen sogar. Also bei über 20 Millionen pro Saison. Das ist natürlich quatschig. Hätte man für 10, 15 Millionen Euro einen bekommen, der sehr stark ist. Dann hier der RM, der ist wieder sehr gut. Ne? Haben wir 10 Millionen pro Saison bezahlt. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist das okay. Ja, wir haben hier haben wir 7 Millionen pro Saison bezahlt. Ihr merkt schon, die Idee war gut. Oder zumindest mal war die Prognose richtig. Und wir waren günstiger, als hätte man jede Saison sich wirklich da starke Spieler gekauft. Aber ich würde es, glaube ich, nicht noch mehr machen. Nochmal machen. Weil hat Olympiakos Piräus dafür gesorgt, dass das Projekt jetzt doch noch klappt? Oder hat er dazu geführt, dass die Leute sich dann doch irgendwie zurückhalten? Bei einigen Spielern sieht man das ja ganz klar. Oder hatten wir ein Riesenglück, dass da plötzlich der reichste Manager im Spiel drauf bietet?
Das muss man, finde ich, auch so ein bisschen bewerten. Was wäre passiert, wenn er nicht geboten hätte? Das ist ein Zufall, dass ein Manager, der reichste Manager im Spiel, vielleicht zweitreichste Manager im Spiel, da gibt es ja noch einen Club in Argentinien, der auch sehr reich ist, dass er jetzt hier mitbietet und plötzlich mal auch mal auf die Meisterschaft angreift und nicht sein 100. 18-8er-Team da hochzieht in Liga 2. Genau, also wir halten fest, ein sehr spaßiges Nebenher-Trading mit Riesensummen, die wir da mit drei Torhütern verdient, mit vier Torhütern, der Zehner war ja auch ganz cool, verdient haben und der Rest ist mittelmäßig. Man muss das Trading jetzt umstellen. Man kann jetzt nicht mehr sagen, jo, wir machen das gleiche wie immer, sondern man sollte wahrscheinlich eher auf die Standardmärkte gehen, da von 7 auf 9 hochziehen, was weiß ich, mit den Eventlagern und 5 Millionen pro Spieler mitnehmen oder irgendetwas, was irgendwie dann, ich weiß es nicht, ich habe mir noch kein Trading genau überlegt. Man muss aber merken, der ganze Markt ist deflationär. Deflationäre Märkte machen keinen Spaß, deswegen ist Online-Liga ja auch so ein schlechtes Spiel, weil die das nicht verstehen. Da kann man nur mit dem Erstligamarkt arbeiten. Das heißt, 18 Manager macht das Spiel Spaß. OFM ist eigentlich etwas besser, aber jetzt beginnt das hier auch. Wir müssten die Transfersteuer abschaffen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme, weil jetzt ist das Problem nicht mehr, dass jeder Manager hier viel zu reich ist. Das ist auf gar keinen Fall mehr ein Problem. Und dann würde das Spiel auch wieder mehr Spaß machen. Genau. Jetzt zu guter Letzt, jetzt haben wir schon lange über mein Stammteam gesprochen, über die 30er, denen wir insgesamt eine 3 geben oder so. Ein bisschen was hat es gebracht im Vergleich zu jede Saison irgendwas kaufen. Jetzt müssen wir sprechen über mein neues Stammteam, was ich ja on point hierfür gekauft habe für dieses Projekt. Die werden alle am 9. Spieltag da eine Stärke 21 erreichen, bis auf die beiden Schwächsten. Ich glaube, das sind Rechtsverteidiger und Libero. Und ja, mit diesem Team kann man auf jeden Fall Spaß haben. Wir werden jetzt eine Saison locker die Klasse halten können. Und ab der kommenden Saison, ja, ist es dann sehr fraglich, ob das dann noch klappt. Und dann müssen wir das Team leider schon in Teilen wieder verkaufen. Also dann war die Prognose, dass man mit diesem Team dauerhaft drin bleiben kann, war dann einfach falsch. Kann gut passieren. Werde ich darauf reagieren, werde die wieder verkaufen. Finde ich sehr ärgerlich. Aber hier habe ich einfach unterschätzt, wie schnell gute Teams nachkommen. Und ja, das müssen wir mal schauen, wie es dann in der kommenden Saison aussieht. Wie gesagt, da war ich zu optimistisch, was dieses Team angeht. Ein Abstieg ist für mich inakzeptabel. Ja, auch das komplette Jahr 2023 gab es 9.400 JFM in der ersten Liga. Das soll gerne im Jahr 2024 dann auch nochmal so sein. Werden wir alles für tun. Für das Jahr 2023 hatte ich mir vorgenommen, es soll eigentlich fast immer einstellig werden. Ne? Soll eigentlich fast immer einstellig werden. Wie oft hat das jetzt funktioniert? Eins, zwei, drei, viermal. Und einmal davon war sogar, da hatte ich ein mega schlechtes Team. Da war ich das viertschwächste Team der Liga. Einmal sind wir mit einem sechsten Platz in den Weltpokal gekommen. Sind wir wirklich. Ne? Könnt ihr hier nachschauen. Das war's. Der Rest war Schmutz. Ne? Der Rest hat nicht funktioniert. Finde ich schade. Man hat schon gemerkt, wenn man das so ja, mit der Vergangenheit vergleicht, hat man schon gemerkt, dass ich stets bemüht bin. Aber ja, es ist einfach, diese erste Liga ist einfach halt eine harte Nuss. Also wenn man hier sieht, da war ein fünfter Platz mal dabei. Hier war es nur zweistellig. Hier war es nur der 18. Platz. Also man merkt schon, dass ich mittlerweile verstanden habe, dass man ein Team braucht, was am besten zu den Top 10 gehört, damit man nicht dann doch irgendwie durch eine Pechsaison rausgekickt wird. Weil wenn ich jetzt Pech habe, reicht es halt eben immer noch für den 14. Platz. Das ist nicht gut. Selbst das kann mal schief gehen. Aber ich möchte auf jeden Fall die 20 Saisons voll machen. In der ewigen Tabelle ist die Situation jetzt folgende. Jetzt haben wir jetzt hier wieder ein langes Video. Naja, gut, machen wir aber gerade noch rein. Ist jetzt die Situation folgende, dass ich mich erstmal hier nur um einen Platz verbessern kann. Dann danach die Saison nochmal um einen Platz. Ja, das könnte ich mit Glück mit 41 Punkten. Sagen wir mal so, nach dieser Saison könnte ich 30. sein, aber dann dauert es erstmal zwei Saisons, bis ich dann hier den nächsten überhole. Also natürlich geht das jetzt immer ein bisschen langsamer, aber im Jahr 2024, wenn ich da komplett in der ersten Liga spiele,
dann kann ich mich schön nach vorne arbeiten. So sollte es dann ja auch sein. Das war's dann vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder. Aber ja, könnt ihr mal noch hier Abonnent bleiben. Vielleicht kommt ja mal noch irgendwann irgendetwas. Also macht's gut.